So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf unserem Gaming-Channel. Heute ein weiteres Video zu Jurassic World Evolution 2. Wir haben heute den U-Tyrannus für euch im Angebot, wenn ich das so sagen darf. Mein Sohnemann hat hier wieder eine tolle Anlage gebaut und wir sehen ihn hier auch im ersten Gameplay. Das erste Mal überhaupt und mein Sohnemann sitzt in der Aufnahme neben mir und da würde ich sagen, wir lassen ihn aus der Brutstätte mal frei und schauen uns das Ganze mal gemeinsam an. Let's go! Wir haben also zwei neue Parkbewohner. Ihr seht's jetzt, der U-Tyrannus. Horchen wir mal. Der gefiederte Tyrann sorgte bei seiner Entdeckung für sehr viel Aufregung und Faszination in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Und hier befinden wir uns nun in der Gegenwart dieses berühmten Tyrannosaurus. Mit ihm sollte man sich besser nicht in die Federn kriegen. Ja, wie ihr bereits eben auch in der Anmoderation durch unsere Wissenschaftlerin im Park gehört habt, es ist ein Fleischfresser. Ich würde ihn einordnen als mittelgroßen bis durchaus großen Fleischfresser, der gefiedert ist. Ihr seht es jetzt hier. Mein Sohnemann, der baut gerade das Gehege so, dass es optimal hoffentlich dann auch für die beiden passt. Und das sieht ja schon eigentlich ganz gut aus hier, der Wert. Man muss natürlich die Tiere auch ganz kurz mal ihr Gehege inspizieren lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wir haben auch schon erste Zuschauer, die in dieser Baumbesichtigung oben drinne stehen. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber ich denke, wir gehen erstmal auf einen der U-Tyrannus rauf oder auf beide und schauen uns mal so ein bisschen das Gameplay im Gehege an und schaut euch das mal an hier, wie genial das in dem Spiel einfach aussieht. Wer Dinosaurier liebt, der muss dieses Spiel lieben und ich finde es richtig schön und ich habe das Gefühl, dass sie schon ihre ersten Nahrung hier so ein bisschen nachstellen. Ah, da sind sogar drei drin. Vier. Okay, vier davon sind hier mittlerweile drin. Okay, müssen wir mal schauen, ob das eine homogene Gruppe ist. Und das sieht schon ein bisschen nach Jagen aus. Wir wollen uns das mal etwas genauer anschauen. Und wir gucken mal, wie sie ihr Gehege hier inspizieren. Das schaut richtig toll aus, richtig klasse aus. Das ist eine sehr schöne Sicht hier. Haben wir sehr schönes Gameplay der U-Tyrannus hier mal in Großaufnahme. Wie er durch sein Gebiet hier schleicht. Ein bisschen sumpfig. Nadelwald, sag ich jetzt mal. Natürlich mit Wasser gepaart. Und das schaut schon richtig gut aus. Lassen wir ihn mal hier so ein bisschen lang schleichen. Sehr, sehr schick. Und jetzt können wir vielleicht auch mal auf die Zuschauer gehen aus ihrer Sicht, wie sie das Ganze hier sehen. Hier seht ihr das, dieses Baumhaus, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Ich glaube, die Dinos sind auf der anderen Seite. Ihr hört jetzt, wie die ganzen Leute sich hier auch unterhalten. Hier kann man ein bisschen zoomen und unwahrscheinlich schön gestaltet in dem Spiel übrigens auch diese ganzen Sachen. Und ich muss auch schon jetzt sagen, ich freue mich auf den dritten Teil, der dann im Kalenderjahr 2025 wohl im Sommer entsprechend rauskommen. Ich hatte das ja schon entsprechend auch in einem News-Video thematisiert. Und das schaut schon echt klasse aus. Oben fährt ein, ja, ich sag jetzt mal, Geländezug, der die Zuschauer hier, die Parkbesucher von A nach B bringt. Im Hintergrund hier entsprechend lang. Sieht einfach fantastisch aus und hier seht ihr unsere neuen Parkbewohner, wie sie in ihrem Gehege sich, wie ich finde, sehr, sehr gekonnt bewegen. Das sieht schon sehr cool aus und ich würde sagen, wir gehen nochmal direkt zu den Dinos rein. Auch das Baumhaus finde ich sehr schön und hier können wir mal schauen, wie die Kollegen sich hier in ihrem Gebiet bewegen. Müssen wir mal schauen,
ob sie vielleicht hungrig sind, ob das alles von ihren Wohlfühlwerten passt. Wir werden mal einen Blick drauf werfen. Bisschen Wald fehlt noch und bisschen Wasser. Da könnten wir vielleicht nochmal im Gehege nachbessern. Die brauchen also sehr viel Wald. Und wenn ihr mal hier raufschaut, ist ja eigentlich schon ziemlich viel Wald, ne? Also muss man natürlich auch gucken, dass man hier die Dinos dann überhaupt noch sieht, ja? Und Wald müsste jetzt eigentlich passen. Jetzt werden wir noch ein bisschen Wasser hier entsprechend nachbessern, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und nicht überall kann man das Wasser hier entsprechend platzieren. Das seht ihr auch an den Terrainbeschränkungen. Da muss man immer ein bisschen basteln. Aber das sieht doch jetzt schon richtig rund aus. Ich glaube, jetzt sind sie rundum zufrieden. Und wir gehen noch mal ein bisschen näher auf die Dinos ran. Und schaut euch das mal an. Das ist ein fantastisches Gameplay, wie ich finde, zum U-Tyrannus. Und das sind also neue Parkbewohner auch wieder in unserem Dino-Park. Sie trinken... Oh, 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 oh. Ja, da geht er an die Beute ran. Was für eine fantastische Aufnahme hier. Der andere Kollege auch hungrig. Ja, muss schon hier was an Tieren im Nachbargehege da ist. Aber das sah natürlich fantastisch aus, wie der U-Tyrannus hier auf die lebende Beute, die Ziege, gegangen ist. Und auch, muss man wieder mal sagen, wie das Ganze animiert ist, wie das Ganze von den Abläufen programmiert ist, wie sie das im Spiel gemacht haben, ist einfach fantastisch. Ich bin auch nicht müde zu sagen, Leute, schaut im PSN Store nach. Aktuell gibt es Teil 1 und 2. Ich würde natürlich Teil 2 empfehlen, weil es der neuere ist und auch der, den wir gerade spielen. Da gibt es auch die Deluxe Edition hier zu einem sehr, sehr günstigen Preis, aktuell unter 20 Euro. Und da habt ihr ein Komplettpaket. Und wie gesagt, nur eine Empfehlung, hier nochmal schön zu sehen, wenn die Dinos da drunter durchschleichen. Schaut euch mal das Baumhaus hier nochmal an. Das sieht exzellent aus. Und hier könnt ihr den Dinos sogar beim Jagen zuschauen. Das ist ja wohl eine sehr, sehr schöne Aufnahme aus Sicht der Parkbesucher. Und ich finde, ein sehr gelungenes Gehege, ein sehr gelungener Dinosaurier auch. Er gefällt mir, ist ein interessanter Fleischfresser. Und das soll unser kleiner Ausflug in unsere neuen Parkbewohner gewesen sein. Und ich möchte mich wieder mal bei euch bedanken fürs Reinschalten. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Das ist auch hier eine Videoreihe, die ich in Kombination mit meinem Sohnemann, der ist 10 Jahre alt, mache. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch mit einem Daumen honoriert. Denn ich muss gestehen, ich bin hier in diesem Park mittlerweile in Gänsefüßchen nur noch Moderator. Das heißt, er baut das Ganze, was ihr hier seht. Er managt das und ich bin eigentlich nur noch der, der sich mit ihm hinsetzt und die Videos macht. Das ist tatsächlich so. Ich finde, das ist eine coole Sache. Wir sind beide richtig große Dino-Fans und das soll wieder ein sehr schönes Video aus der Reihe gewesen sein. Hier nochmal ein kleiner Blick, bevor wir uns verabschieden. Jawohl, da wird die nächste Beute gerissen und erbeutet und natürlich dann auch gefressen. So ist das halt in der Natur. Fressen und gefressen werden. Ein Kreislauf, der in sich einfach auch logisch ist. Und Leute, ich sag wieder einmal Danke an euch. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video auch wieder Spaß gemacht. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.